Hi, hier ist Toni von Game of Loos. Willkommen zurück im Februar bei richtig ekelhaften, grauen, nassen Wetter und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video und ich hoffe, mit dem Video kann ich so ein kleines bisschen die Laune steigern und auch meine Laune, hoffe ich, steigt dadurch ein bisschen, denn wir reden heute über eine Zackbox und zwar die Barschbox Nummer 2, also die Ü-Box, die Zackfishing jetzt seit kurzem im Programm hat. Und da bin ich mal extrem gespannt, was uns hier in dieser Box erwartet. Die erste Box hat mir schon ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Und auch der Warenwert ist echt in Ordnung für das, was die kostet. Ich verlinke euch alle Infos unten in der Videobeschreibung, wenn ihr gerne mal ein bisschen stöbern möchtet bei Zackfishing, dann tut das gerne. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe mir noch ein bisschen mehr bestellt und zwar dachte ich, Mensch, ja, Adventskalender, das Thema war durch. Aber ziemlich cooler Move von Zack, wie ich finde. Denn Zackfishing hat gesagt, okay, bevor wir jetzt hier die ganzen Sachen irgendwie im Lager versauern lassen, machen wir einfach Kalender Spezial Ü-Boxen. Und zwar habe ich mir einmal die Größe M und auch noch die Größe S bestellt. Die Videos folgen dann irgendwann in den kommenden Tagen. Da bin ich auch extrem gespannt. Ich hoffe auf den einen oder anderen schönen Hardbait, der mit im Kalender gesteckt hat. Und naja, egal. Wir reden jetzt aber erstmal über die Barschbox. So, ich schneide den ganzen Koffer jetzt hier mal auf und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Was ich cool finde, muss ich sagen, das Ganze ist relativ neutral verpackt. Das heißt, hier keine komische Folie drumherum, irgendwas, was sich vielleicht schlecht recyceln lässt. Also das Ganze hat auch einen sehr schönen Faktor. So, und dann gehen wir doch mal rein in die Box. Ich lege mir die jetzt einfach mal hier so hin, sortiere mich hier so ein bisschen durch. Das sieht irgendwie auch schon mal cool aus. Als allererstes haben wir hier den Boogie von Zack. Der hat 6,4 cm oder 2,5 Inch in der Farbe Pink Silver. UV-aktiv ist er, 14 Stück. Das sind kleine Schätz mit sehr kleinen, feinen Lamellen und einem kleinen Twisterschwanz hinten dran. Erinnern mich so ein bisschen an einen Köder von Westin. Der hat das auch. Die fangen unheimlich gut, finde ich. Also die von Westin, die kenne ich und die habe ich schon sehr gerne gefischt und sehr gute Fische mitgefangen im Kanal. Und ich denke gerade auch diese Größe mit Pink und auch diesen Silver Flakes und geflavored sind sie ja, meine ich auch. Und zwar, ja, Garlic Powder und Shrimpöl. Also dass ich die Dinger hier definitiv drin bisse, bis ich sie mit ans Wasser nehmen kann. Die werden sicherlich extrem gut rasieren und abräumen. Gerade die Größe mit diesen kleinen feinen Lamellen ist prädestiniert für Barsche, aber ich könnte mir auch vorstellen, am Forellensee, am Put-in-Take-See dürften diese Teile auch ganz gut abräumen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ich persönlich, oder bei den Westin-Ködern war das so, dass man die halt mit einem normalen Jig relativ schwierig auffädeln kann. Ich habe dafür dann solche Offset-Hooks mit Bleikopf vorne dran gekauft und damit lässt sich das ganz gut bewerkstelligen und funktioniert auch sehr, sehr gut. Dann haben wir einen alten Bekannten, den Edward von Zack, 7,1 cm oder 2,8 Inch. Green Flake Moor ist die Farbe, nicht UV-aktiv, 8 Stück sind drin, aber ist eine sehr coole Farbe, muss ich sagen. Die gefällt mir echt gut, sehr natürlich und macht auf jeden Fall was her. Also ich denke, den werde ich demnächst mal mitnehmen. Jetzt gerade ist es kurz vor der Schonzeit, kurz vor der Paarungszeit und da sind solche proteinreichen Snacks bei Räubern sehr, sehr hoch im Kurs, finde ich. Dann haben wir den nächsten Gummiköder. Alter Schwede, das geht ja echt noch gut weiter da drin. Puh. Aber machen wir erstmal mit dem Kollegen hier weiter. In der Farbe More Kiwi kommt der Wilson in 7,6 cm oder 3 Inch. Ein schöner Low-Action-Köder. 10 Stück sind drin. Gerade jetzt auch in der Jahreszeit sehr, sehr gut geeignet zum ja, ruhigen Angeln, Finesse-Angeln, Dropshot, solche Geschichten an der Spundwand zum Beispiel, wenn ihr sowas habt oder an irgendwelchen Kanten, wo die Fische stehen, einfach ein bisschen ruhiger fischen, nicht allzu viel Action, mal ein bisschen verharren lassen an der einen Stelle und mal ein bisschen abwarten, bis der Räuber zuschlägt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Methode, gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit und das zeigen auch viele Videos, wenn man sich mal ein bisschen umguckt. Ich glaube, Fishing Team Highlight hat eins gemacht. Wenn ich es finde, das Video, ich verlinke es euch hier oben einmal in der Ecke. Da geht es auch um Dropshot. Welche Köder die Jungs jetzt benutzt haben, weiß ich nicht. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist das aktuellste Video. Ich verlinke es euch einfach, wie gesagt, oben in der Ecke. Schaut es euch mal an. Dropshot, eine extrem effektive Methode. Gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit, um die ja, etwas passiveren Räuber einfach wirklich dann ja, aktiv zu machen und zum Fressen zu bewegen. Sehr, sehr geile Methode. So, dann haben wir noch ein paar Sachen hier drin. Und zwar haben wir hier einmal einen Schlüsselanhänger, würde ich sagen. Das ist ganz cool. Wenn man etwas ungeschickt ist und seine Schlüssel manchmal ins Wasser fallen lässt, ich nenne jetzt keinen Namen,
ist euch wahrscheinlich hinlänglich bekannt, wem das passiert ist beim YPC. Das ist ganz cool, aber ist auch generell recht hilfreich, sage ich mal, wenn man vielleicht irgendwie am Wasser ist, an der Sprungwand, am, weiß ich nicht, vielleicht Taschen hat und das könnte mal rausfallen. Dann habt ihr hier auf jeden Fall eine Sicherung und der Schlüssel geht nicht unter. Nicht jedes Gewässer ist flach genug, um da runterzutauchen und dann, bevor der Schlüssel abraucht oder irgendwas anderes, was euch wichtig, lieb und teuer ist, könnt ihr sowas sehr gut benutzen. Dann haben wir ein bisschen was, was mich extrem freut. Gummibärchen, die werden gleich vernichtet. Noch ein bisschen Terminal Tackle, das habe ich ganz vergessen. Der Jig Head Round von Zackfishing in der Größe 2. 3,5 Gramm, 4 Stück. Das ist eine sehr schöne Größe, um gerade jetzt halt auch in den, ja, ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer zu angeln. In Kombination mit dem Trailern sollte das sehr gut funktionieren. Dann haben wir ein bisschen was, was ich richtig geil finde. Zweimal Chatterbait. Zweimal Chatterbait von Zackfishing, und zwar Predator nennt er sich. Einmal haben wir hier die Farbe Chartreuse Party, UV-aktiv, Hakengröße 1,0 mit einem Gewicht von 5 Gramm. Das ist ein sehr schöner Gewichtsbereich, finde ich richtig gut. Also 5 Gramm Chatterbait Trailer dran, dann ist man schnell bei 8, 9 Gramm. Also nicht unterschätzen das Ganze. Und schönes kleines Blade ist hier vorne. Also das Blatt ist sehr schmal, recht klein. Das heißt, er macht jetzt nicht so extrem Hardcore-Radau unter Wasser, aber immer noch ausreichend oder absolut ausreichend, um Räuber ans Band zu locken. Und dann haben wir den ganzen nochmal als More Kiwi mit 7 Gramm, auch Hakengröße 1,0, auch UV-aktiv. Sieht dann so aus. Ach, das blendet wieder so blöd. Entschuldigt bitte, das ist schwierig hier in die Kamera zu halten. Fenster ist im Hintergrund, natürliches Licht und so weiter. Ich habe immer noch keine Videobeleuchtung gekauft. Ich muss da jetzt echt mal bei Amazon gucken. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen für Videobeleuchtung habt, vernünftige, nicht allzu teure, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Nehme ich gerne mit, die Tipps. Dann haben wir einen Jigspinner Mini. Und zwar in der Farbe Perch, 8 Gramm, nicht UV-aktiv. Da ist er einmal, erinnert ein kleines bisschen an die Jigspinner von Magnifique. Genau, was man hier sehr gut machen kann, und das werde ich auch tun, diesen Haken, diesen Zwillingshaken hier unten, den werde ich umdrehen, dass die Hakenspitzen quasi nach oben zeigen, nicht nach unten. Hat einmal den Vorteil, ihr sammelt deutlich weniger Kraut ein, wenn ihr irgendwo am oder im Kraut fischt. Und die Hakrate ist besser, wenn der Fisch von hinten attackiert, dann schiebt er nämlich den Jigspinner nach vorne weg. Und dann hakt der Fisch in der Regel etwas besser. Gibt es ein Video von Lieblingsköder zu den Spinmats dazu. Da haben die das am Forellenteich ausprobiert. Kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Und dann haben wir noch einen Kollegen, den ich richtig cool finde. Und zwar bin ich ja so ein Hardbait-Junkie und ich liebe Hardbaits. Da haben wir in der Farbe Ayu den Hitch 75, das heißt 7,5 cm mit 11 Gramm. Ordentliche Größe und ordentliches Gewicht. Sollte in der Regel wirklich bei den meisten Leuten sehr gut funktionieren. Hat eine Lauftiefe von 1 bis 2 Metern. Ich mag diese natürlichen Farben sowieso extrem gerne. Und da habe ich hier auf jeden Fall mal was, was ich demnächst schön ausprobieren werde. Da muss ich mir mal angucken, wie der läuft. Wie er läuft, wenn er nur geleiert wird, wenn er getwitcht wird und so weiter. Da habe ich Bock drauf. So, dann haben wir noch einen kleinen Beipackzettel. Und zwar die Ü-Box Barsch Nummer 2 hat einen Inhalt im Wert von 55,60 Euro. Ich glaube, gekostet hat sie 25 oder 30 Euro. Legt mich bitte nicht drauf fest. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich merke mir sowas immer nicht. So, genau, da haben wir den Boogie. Ein echt unterschätzter Wurm mit dem Jig Head Round. Schwierig aufzuziehen für mich jedenfalls. Der sich ebenfalls in dieser Box befindet, solltest du ihn mal deinem See über Grund hüpfen lassen. Danach wirst du wissen, was wir meinen. UVP 5,95. 14 Stück sind drin. Ich sehe 14 Stück drin. Tatsächlich. Dann haben wir den Edward mit dabei. Dann hatten wir den No-Action, ich nenne es Low-Action-Shad, den Wilson. Getwitcht verführt ein schwebender Wobbler wie der Hitch, 7,5 cm. Die dicken Kirschen besonders gut im Winter, ist diese Technik eine Bank. Besonders an den Uferkanten von großen Baggerseen, die Spinstops dürfen ruhig 2 bis 3 Sekunden lang sein. Preis UVP 14,95. Und dann hatten wir noch die zwei Chatterbaits, den Jigspinner, die Jigheads und halt noch dieser Schlüsselanhänger. Ja, für das Geld muss ich sagen, eine wirklich absolut gute Box. Wenig Meckerei, gar keine Meckerei eigentlich von meiner Seite. Also wirklich eine schöne Box, die wirklich, die den Namen Barschbox in meinen Augen wirklich, ja, verdient.
coole Box, geiles Produkt, muss man echt sagen. Schaut gerne mal vorbei. Ich denke, im Online-Store wird noch die eine oder andere Box verfügbar sein. Die gibt es auch noch für Zander und für Hecht und auch für Waller, glaube ich. Also schaut gerne mal vorbei, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Und dann könnt ihr euch mal ein bisschen durchprobieren. Und das wirklich zum schmalen Taler, wie ich finde. So, das war's mit dieser Barschbox Nummer 2. Geile Box, wie ich finde, muss ich echt sagen. Richtig coole Köder, schöne Auswahl, ganz gut aufeinander abgestimmt. Wenn ich jetzt noch so einen Wunsch äußern würde, ist es zwar kein direktes Zeck-Produkt. Ich würde noch so eine Rolle Momoi-Fluo mit reinpacken, weil das ist echt ganz geil gewesen. Das hatte ich nämlich schon mal. Da sehen wir uns die Tage wieder zu den Kalender-Überraschungsboxen S und M. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was da drin auf uns wartet. Und dann bin ich erstmal raus. Macht's gut, bis dahin, euer Toni.